Hallo Sportsfreunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Der erste FC Mugambi gegen FC Augsburg. Das wird auf jeden Fall ein spaßiges Spiel. Hoffentlich holen wir heute mal wieder einen Sieg raus. Der sich im Aufwärtstrend befindende FC Mugambi, muss man sagen. Wir haben einen Punkt geholt im letzten Spiel. Ja. Ist für uns auf jeden Fall schon sowas wie ein Aufwärtstrend. Plus hinzu kommt zwei Spiele in Folge mit geschossenem, erzieltem Tor. Das ist für uns schon eine wirklich positive Tendenz. Hoffentlich gibt es heute gegen Augsburg den ersten Dreier der Saison. Ich hoffe es. Ich bete sozusagen drum. Bundesliga, Stade Municipal, da wird heute gespielt am 29. September 2012. Anstoß 15.30 Uhr. Schiedsrichter ist der gute Greg O'Milland. Der kommt wahrscheinlich aus Schottland, oder? Ja, Schottland, oder Irland, Irland, die Irland? Ecke. Ja, genau. Vietnam. Auf jeden Fall Vietnam. Ja. Profi 6 Minuten heiter. Beim ersten FC Mugambi da spielen Gronkh, Tobinator, Commander Krieger, Hans Sabai, Rahmschnitzel, Zombie, Lux Leigling, Timbo, Pete Smithy, Sarraza und Albertoson. Bei Augsburg spielen Jentsch, Reinhardt, Klavan, Langkamp, De Jong, Vogt, Bayer, Pritrigella, Ba, Co und Bonsé. Ja, und zu Ba kann ich ja nur sagen, Ba ist ja ekelhaft, wie der spielt. Ba! Mann. So, bevor noch schnell weitere Witze kommen hier, Scoutbericht von FC Augsburg, Augsburg, 4-2-3-1. Mit einer Spitze, das ist Bonsé, aber die ist verdammt gefährlich. Aua, ich hab mich gestoßen. Augsburg, ich hab mich gestoßen. So, 0-2 die letzten drei Ergebnisse, 0-2 gegen Bayern 04, 1-2 gegen Mainz 05. Und 1-1 gegen Wolfsburg, also haben sich auch im letzten Spiel unentschieden erkämpft. Tendenz aber eher genauso wie unsere, eher nach unten. Also ja, ziemlich ähnlich. Also wird ein gutes Match der Hitkandidaten der Bundesliga, sag ich mal. Ja, ich will uns ja jetzt nicht irgendwie selbst demotivieren oder runterreden, aber das wird das leichteste Spiel der Saison. Ja, dein Wort in Gottes Ohren. Ein leichteres Spiel, einen leichteren Gegner finden wir vorerst nicht. Ja, das Ding ist auf jeden Fall, wir spielen gegen Augsburg. Und mal liebe Grüße an alle Augsburger, die hier vielleicht mitschauen. Schönes Städtchen auf jeden Fall. Und wir legen mal los mit der Aufwärmphase und gehen über. Wohin gehen wir jetzt über? Zur Trainingsphase. Welches Spiel wird es wohl heute sein? Elfmeterschießen, da bist du doch super drin. Da bin ich ein Gott, sagt man ja auch. Ja, drin. Ja, immerhin. Der Albertoson ist nicht gerade der beste Elfmeterschütze, wenn man sich das Albertoson mal gefällt mir auch mittlerweile, ehrlich gesagt, nicht mehr so gut hier. Nee, der hatte mal so eine Aufwindphase. Das erste Saisonspiel und das letzte Vorbereitungsspiel oder so hat er, glaube ich, wirklich gut gespielt. Danach irgendwie wirkte mir mittlerweile zu behäbig. Ist irgendwie so ein bisschen, ich mach schnell weiter. Bisschen der neumodische Milivoje Novakovic. Ja, da liegst du ganz richtig, lieber Ohne Timo. Kopfballtore aber leider. Ja, das stimmt. Überhaupt über die Außen und über die Standards-Ecken sind wir viel zu ungefährlich aktuell noch. Ja, vielleicht wird es was gegen Augsburg. Hier Tobinator im Spiel. Wir spielen übrigens mit derselben Aufstellung wie im letzten Spiel. Hoffentlich bringt das uns ein bisschen Glück. Hoffentlich bringt das überhaupt was. Ne? Hoffentlich. Ja, ich glaube davor das Spiel haben wir mit nur einer Spitze gespielt. So eine ähnliche Aufstellung, nur ein bisschen abgeändert. Ne? Ich glaube, die war auch nicht schlecht. Die war auch nicht schlecht? Können wir je nachdem nochmal gucken. Können wir aber. Erstmal den Spielverlauf abwarten. Ich bin auf jeden Fall hochmotiviert. Ich will heute den ersten Dreier. Ein Heimspiel, Aufwärtstrend, Punkt geholt gegen, wer war es, Stuttgart letzte Woche? Ja. Jetzt muss endlich ein Dreier her. Damit hätten wir auch endgültig einen Anschluss geknüpft ans untere Mittelfeld und könnten mal wieder ein bisschen in Fahrt kommen. Obwohl wir dazu sagen müssen, im nächsten Spiel warten schon die Bayern. Das wird auch nochmal übel. Und da sehen wir auch nochmal Gronkh mit seinen Paddeln, mit seinen Paddschähnchen da. Und es ist auffällig, dass Jentsch und Gronkh sich sehr ähnlich sehen. Ja. Ne? Da ist auf jeden Fall Ähnlichkeit vorhanden, auch in echt, so ein bisschen. Jetzt nicht vom Typ her, aber so, ja. Hast du mir auch letztens erzählt, du würdest, wenn du Jens schießt mit Nachnamen, deinen Sohn Jens nennen. Ja, den würde ich Jens nennen, auf jeden Fall. Ich mir gedacht, Jens Jentsch. Jens Jentsch. Hermann Mann. Ja. So, hier schütteln sich nochmal die Hände, die guten Männer. Augsburg in Rot, der ist FC Mugambi im schwarzen Eintrikot. Hier haben wir noch einen Blick auf die Tabelle. Ja, wir haben ein Spiel weniger, muss man dazu sagen, als Nürnberg und Frankfurt. Die würden wir überholen. In Augsburg auch. Das Geile ist, wir könnten auf den 11. Platz kommen. Mit einem Sieg würden wir auf jeden Fall die Abstiegsränge verlassen. Ja, auf jeden Fall. Wir könnten sogar auf den 11. Platz kommen, denn die anderen haben alle 5 Spiele. Und hier nochmal die Aufstellung vom 1. FC Mugambi. Wir spielen, wie gesagt, mit der Aufstellung, die wir auch im letzten Spiel genommen haben. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert gegen Stuttgart. War auf jeden Fall mal ein bisschen Aufwind wieder zu spüren. Hier Augsburg nochmal die Aufstellung. Kalsenbracker, der zieht auch durch. Der spielt, glaube ich, schon ein gefühltes Jahrhundert bei Augsburg. Verhaeck spielt auch schon länger. Der verhaeckt sich nur immer im Ball, deswegen ist er heute auf der Auswechselbank. Ich wusste, dass der Witz von dir kommt. Ich habe nur darauf gewartet.
So, das Jens zu sehen, den seine Mutter besser Jens genannt hätte. Oh Mann. So, und hier nochmal der Ball zu sehen. Ballerino. So, los geht's. Du bist auch so eine Ballerina, ne? Mhm. Ich bin Opernball. Opernball. Oh, der war schön, der Pass. Leider fehlt es da nur an Offensivkräften gerade in dieser Situation. Ah, ja. Da wird aber ganz schön umgetreten, da der Alberto Son. So, looks like Link, 77. Boah, mach's rein, komm. Alter, was machst du? Nein, nein, wie kann man so eine Chance vergeben? Du hättest einfach nur drauf schießen müssen. Ja. Was war da los? Am Ende habe ich nicht mal unter Kontrolle bekommen, am Anfang. Boah, Alter, Traum. Ja! 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 Ja, Gott sei Dank. Verdient. Irgendwo. Also die Anfangsphase gefällt mir. Zum Glück habe ich nochmal gepasst. Boah, Alter. Timbo, von dem erwarte ich auch viel mehr. Der hat sich im letzten Spiel genau wie Alberto Son viel zu sehr zurückgehalten. Von den beiden muss mehr kommen. Und da ist endlich das Tor. 1-0. So, jetzt ist die Frage. Boah, unter dem Arm durch, ey. Das war richtig glücklich. Der wäre bei einer Waren Länge. Wir überhaupt schon mal in Führung in dieser Bundesliga? Ja, doch, gegen Gladbach am ersten Spieltag. Ja, 2-0. Oh Gott, nee, ich wollte das gar nicht ansprechen. Aus. Da haben wir uns so drüber aufgeregt, dass wir 2-2 aus der Hand gegeben haben. Aber 1-0. Schön. 1-0. Abstiegsränge vorerst verlassen. Zumindest laut aktueller laut Blitztabelle. Genau, Blitztabelle. Die Blitztabelle wird hier nicht eingeblendet. Hier sind Alter, die Moderatoren so wunderbar. Krass, die haben die Blitztabelle im Kopf. Boah, das ist Abschluss. Nee, muss Abschluss geben. Boah, das war gefährlich. Stand gefährlich alleine. Stimmt, du hast recht. Mach ruhig kurz. Boncet lauert da vorne ganz schön gefährlich. Ein ums andere Mal. Vorsicht. Sehr schön gespielt hier. Wunderbar. Ach, da dachte ich, der vorige Spieler bekommt den Ball, hatte schon gepasst. Schön. Das war dafür dementsprechend sehr gut. Ja, was war denn da los mit Sarraza? Irgendwas komisch mit dem Schuss, ne? Ja, kam ja auch komisch vor. Nicht, dass der verletzt ist. Guck mal nach. Irgendwas war da nicht so... Ich habe eigentlich ganz gut geschossen, aber der Schuss war so lasch. Vielleicht war da auch einfach... Nee, ist alles okay. Im Boden getreten. Zum Glück. Der war jetzt verletzt wieder, weißt du? Ja. Da ist man sich dann unsicher, ne? Reißt so eine Verletzung wieder auf. Kann das passieren, theoretisch. Obwohl der Sarraza jetzt... Ah, schön. Ist er mehr der Aufreißer-Typ? Oh Gott. Oh, was ist denn da los? Boah, super. Gefährlich, aber gut geklärt. Ja, ich muss das tun. Hab's aber gesehen. Wow. Ich selbst überrascht über diesen Mut. Oh. Ich will jetzt keinen kassieren, ey. Nee, bloß nicht. Aber Augsburg muss natürlich jetzt auch pressen. Ja, Augsburg muss jetzt krass offensiv spielen. Ist wie wenn eine Mutter ein Baby kriegt. Apropos Mutter ein Baby kriegt, ich kann ja nebenbei, wo wir gerade mal in Führung sind, auch noch mal eine lustige Anekdote erzählen. Ich habe gestern eine Dokumentation gesehen, dass es tatsächlich in Papua-Neuguinea Frauen gibt, die Affen stillen. Die behandeln die wie ihre eigenen Kinder. Die Ach, stillen krass, die mit der heftig. Brust. Das ist krass. Das ist Wahnsinn. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. So, jetzt aber wieder Fußball hier. Können wir auch noch die Champions League eigentlich mal einwerfen, da gab es ja auch noch tolle Erlebnisse. Ach aber ja, das aus Deutschland. Ich muss mich kurz konzentrieren hier. Irgendwie ja, genau. Ist mir das gerade viel zu druckvoll, was die Augsburger Alter, hier aufziehen. Alter, raus. Schön. Oh, wollen direkt weiter. Dieses Klein, da müssen wir uns abgewöhnen auch von der Fern. Echt. Das müssen wir uns wirklich abgewöhnen. Jetzt spielen sie uns gerade an die Wand, ne? Ganz schön druckvoll, die Augsburger. Alter, das kann doch nicht sein. Mehrere Bar Druck hier. Jede Menge Bardruck. Das ist verdammt stark gespielt. Wunderbar. Komm schon. Ah, nee, da ist Jens. Zu optimistisch. Jens. Den kann Sarraza nicht kriegen, den Ball. Das ist Jens. Nummer 1 im Augsburger Tor. So, jetzt nochmal kurz zur Champions League. Dortmund hat Real Madrid mit 2-1 nach Hause geschickt. Hut ja. Ab, Chapeau. Und die Schalker gewinnen 2-0 bei Poldi im Emirates in London.
Guter Champions League. Ich bin gerade am Reden, ich bin am Moderieren. Ja. Guter Champions League Spieltag für den deutschen Fußball, wirklich. Die Bayern auch wieder jetzt mit so einem Dusel 1-0. War auf jeden Fall spannend, das Ganze. Aber Sarac hat echt einen guten Antritt. Haha. Schön. Ja, oh, Alter. Schön gedreht und abgezogen. Genau so. So kann auch mal ein 2-0 fallen. Ja, war vor allem gut ausgekontert. Oh, ich stand da super frei. Ja, habe ich im letzten Moment auch gesehen. Müsste ich da noch sagen, ne? Besser. Müssen vielleicht auch ein bisschen mehr miteinander kommunizieren, als nur zu kommentieren. Das Spielgeschehen Bar gegen Albertosson, der ziemlich weit zurückgelaufen ist für den Bar. Oh, Alter. Das war gefährlich. Super. Sicher. Wir müssen kein Risiko eingehen. Wir führen ja 1-0. Wir haben auch schon Führung aus der Hand gegeben, wie ihr alle wisst, leider. Und muss ich schnell spielen. So, Sarraza nochmal hier. Ohne leider kooperative Anspielpartner. Da geht der Ball nochmal zurück. Oh, schade. Ja, das war wirklich schade. Ja, vorher standst du aber genau da. Du bist ja ein bisschen nach vorne gerannt und deswegen habe ich es da nicht mehr ganz gecheckt. 1-1, Hamburg-Hannover übrigens. Mal so als kleiner Zwischenstand. Ich muss in der Mitte bleiben. Alter, ich bleibe auch in der Mitte. Boah, das ist eine Glanzparade von Gronkh. Das war wirklich, da hat er sich echt bezahlt gemacht, der Gute. Uiuiui. Der war auch gefährlich. Ja, die Augsburger sind verdammt gefährlich. Ja, erstaunlich, ne? Hätte ich die gar nicht eingeschätzt. Drehen richtig am Rad im Moment. Ne, den spiele ich nicht kurz. Nee, mach mal nicht. Sicher. Ich will vor der Halbzeit nicht mehr unbedingt einkassieren. Stehen auch verdammt gut im Mittelfeld. Fangen viele Bälle ab, die eigentlich zu uns kommen sollten. Meiner Meinung nach zumindest. Warte, ich laufe auf außen. Ah, das war... Ja. Ja. Was pfeift er da an? Foul. Ja. Schade. Oh, den ja, war sehr optimistisch, aber einfach mal abziehen. Hatte ich einfach schon gedrückt, da war ich schon vorher, weil ich dachte, ich hätte mit dem anderen Mann einen Kopfball gemacht. Aber dem war leider nicht so. Keine Halbzeitpause? Oder war ich schon in der Kabine gerade? Commander Krieger aber glücklicherweise nicht und er regelt das Ding, der gute Commander. Ah, ein bisschen zu steil. Okay, das dürfte jetzt Halbzeit geben. 1-0? Immerhin. Oh, der lässt sich Zeit, der Schiedsrichter. Ja, das muss er auch für uns eigentlich noch laufen lassen. Ja, jetzt muss er laufen lassen. Geh mal nach... Ja. Alter, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja, da hätte ich jetzt auch abgepfiffen an der Stelle des Schiedsrichters. Alter, ohne Scheiß. Ich hatte gar nichts gedrückt. Schade. Ja, egal. Ich hatte vorher mal was gedrückt. Aber das war noch, als der voll weit weg war. Was war das denn? Super Aktion hier. Super Ball. Aber 1-0 immerhin. Aber in der zweiten Hälfte, der ersten Hälfte, hatten wir dann noch wieder ein bisschen Probleme gerade. Ja, aber wie auch immer, lass uns jetzt bitte nicht uns schlecht reden. Wir hatten lange keine Halbzeitführung mehr. Die anderen Ergebnisse. Nürnberg, Stuttgart 0-1 aktuell. Leverkusen führt 1-1. Hamburg, Hannover 1-1. Und Bremen liegt 0-1 gegen unseren nächsten Gegner zurück, gegen die Bayern. Ja, das wird, wie gesagt, ein sehr heiteres Spiel beim nächsten Spieltag gegen den FC Bayern München. Da bin ich mal höchst gespannt, wie immer. Oh, super schön abgenommen. Super schön. Kannst dir aussuchen. Ja, da wollte ich mal versuchen, mit einem schnellen Schritt da mal vorbei, aber... Schade, das war ein ganz guter Angriff. Aber man sieht schon, wie krass offensiv die Augsburger hier aus der Kabine kommen. Wie die schon die stehen. Die wollen natürlich jetzt das Unentschieden erreichen. Ja klar, die Niederlage bringt die überhaupt nicht weiter. Bleib in der Mitte. Oh, super. Alter, super gefährlich aber auch. Schön, jetzt Konter einhalten. Über Hans Sapai. Ja, aber wieso geht da der Mittelstürmer nicht mit? Ja, das frage ich mich auch. Deswegen habe ich ihn gerade schnell genommen. Ah...
Leute. Unsere Stürmer laufen da vorne ganz komisch. Ganz komisch. Da läuft sich doch kein Stürmer frei. Schön, Pete Smith übernimmt das Ding. Zu Rahmschnitzel. Sarazar, Tominator. Schöner Versuch. Ah, kläglich irgendwie ein bisschen. Ja, der Abschluss war kläglich. Das stimme ich dir leider zu. Der war sehr weit verzogen. Aber war eine schöne Schussposition mal rausgespielt, endlich. Ach, was ist das denn wieder? Zum Teufel. Nicht so sehr am Ball kleben. Ah, schwach, schwach. Auch sehr kläglich. Oh, was ist denn da los? Da ist wieder der Wurm vorne beim Ja, Tor. Aber solange der Wurm bei 1-0 steht, kann der Wurm drin sein, wie er will. Oh, vielleicht gucken wir auch gerade mal ins Teammanagement rein. Weil 60. Minute, Stunde ist rum. Deswegen sollten wir vielleicht jetzt frische Leute. Looks like Link sieht zum Beispiel nicht mehr so fresh aus. Alberto Son auch nicht. Nee, Link wechseln wir für Stöss einmal. Obwohl, den setzen wir dann lieber in die zentrale Defensive, oder? Ja. Und Zombie nehmen wir da vorne. So. Und dann, wen haben wir da noch? Frittchen können wir für den Tobi. Denn der Tobi ist auch ein bisschen aus der Puste heute. So, und wen haben wir da noch? Alberto Son, vielleicht einen Rumpel rein. Genau, den Rumpel rein. Haben wir den Trippelwechsel. Super. Können wir uns auch in Sachen Umstellung heute nichts vorwerfen lassen. Wir haben bisher alles richtig gemacht. Das stimmt. Obwohl auch Torschancen für Augsburg natürlich da waren, die mal. Ja, für uns aber auch noch ein, zwei große zwischendurch. Ja, das stimmt, das stimmt. Also es war bisher ganz gut. Aber es war auch nicht mehr als ein 1-0. Ja, und das muss man immer die Füße stillhalten, denn wir wissen ja nicht, wenn die Augsburg jetzt so ein Tor schießen, sitzen wir da wieder mit einem 1-1 und das kann passieren. Wäre allerdings auch das erste Spiel in FIFA 13 von uns beiden, dass wir zu 0 spielen. Ne? Das ist ja auch ein interessanter Fakt mal zwischendurch. Timbo. Sarazar. Was machst du? Oh, ja, ein Schritt. Du hast wieder beschleunigt, ne? Ja, ein Schritt. Das ist ein Fehler da vorne. Ohne Scheiß, weil du den Ball zu weit vorlegst. Oh, der war eigentlich eine super Postposition. Postposition. Eckball, ne? Kennst du eine Postposition? Sarazar mit einer schönen Flanke. Ah, komm jetzt. Ja, einfach mal probieren. Rein in die Menge. Da stehen die da natürlich auch alle hinten. Egal. Lass sie rumstehen, wir passen ein bisschen rum und so in die Lücke. Ganz ruhig. Wie die Spanier, weißt du? Die passen ja auch erstmal 5 Stunden. Schöne Lücke gefunden. Nochmal. Ja, da ist Sarazar! Nein, Alter, was war das zur Hölle? Was war da passiert? Boah, was war das denn? Das war ja ganz strange. So, ganz ruhig. Irgendwie gegen den Mitspieler. Ja, wir müssen den Ball auch mehr rollen lassen. Einfach mal ein bisschen. Stuttgart führt übrigens 2-0 gegen Nürnberg. Stuttgart, unser letzter Gegner, 1-1 haben wir da gespielt. Wer sich noch dran erinnern kann. Da steht da keiner. Ein Traumding. Ja. So, und jetzt hier wieder Rahmschnitzel mit dem Einwurf zu Timbo. Ruhig nochmal wenig außen Lücken. Hier. Wenig Lücken auch da. Ach. Oh, aber gar nicht mehr so ohne. Ja! Nee, aber jetzt, komm schon, das gibt's doch nicht. Was hält denn Jens da alles, bitte? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich gebe ihm in der Mitte. Schön, mit Commander-Krieger abgelutzt. Was macht Hans Sapai? Lässt sich einfach überlaufen da in der Situation. Ey, glücklich. Wahnsinn, was die ja, da Chancen war, noch kriegen. Ich bin da zum Kopfball gehüpft, ging aber nichts. Und das ist auch irgendwie ausgerutscht. Jetzt ruhig spielen, bitte kein Tor mehr kassieren. Bitte lass uns hier den ersten Saisonsieg mal über die Zeit bringen. Aber echt, wirklich. 76. Minute. Ich komm kurz, oder? Komm kurz. Also Witz kommt flach. Ne? Pass kommt kurz, willkommen bei FIFA, ja.
Ganz ruhig hier. Ich habe genau jetzt alle so. Zeit der Welt. So ist es richtig. Ich habe auch alle Zeit der Welt. Und wir suchen einfach nochmal gemütlich in einer Lücke. Sicher, sicher. Schön. Antizipiert, sagt man ja so nett, ne? Das ah, das war nicht so clever. Vor die Füße der gegnerischen Mannschaft gespielt, aber die haben uns auch vor die Füße gespielt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Genau, ist das Ding wieder ausgeglichen. Okay, jetzt fange ich mal an zu sprinten da vorne. Ja, aber ich habe Platz. Ja, ich mache dir gerade auch den Weg frei, weil ich irgendwie nach vorne jette mit so einem super Speed. Schade. Ja, Mann, da waren wir in Überzahl. Ja, da hast du so einen Hackentrick gerade auch probiert, ne? Ja, ich habe einfach weitergepasst, aber damit Hack gespielt oder nicht, kann ich ja nicht für. Na, den hast du auch locker. Okay, Vorsicht. Du wirst arg bedrängt. Hä? Schön nach vorne geschossen. Oh, da wird mal gewechselt. Kommt noch ein frischer Stürmer rein, glaube ich, bei Augsburg. Ja, aber Boncet scheint auch den Platz zu verlassen. Eigentlich sieht eine auch so aus. Komische Umstellung, Stürmer für Stürmer in der Situation. Wir haben immerhin schon die mindestens 80. Minute. Sio kommt rein, 86. Aber das bedeutet ja noch lange nichts, wie wir wissen. Okay, nicht doppeln, ich bleibe in der Mitte. Oh, schön. Komm, lass mal den Bedrängnis bringen. Ah, hat nicht so viel gebracht. Mit der Bedrängnis und so. Das hat mir Augsburg ein bisschen zu viele Ballkontakte gerade. Der erste FC Mugambi doch sehr nach hinten gestellt. Das 1:0 irgendwie über den Jordan bringen. Über den Jordan vor allem. Oh Gott. Weg! Boah, Alter, was war das denn? Ich konnte nicht wegschießen so schnell. Aber das muss ein Torwart eigentlich können. Ball wegschießen, wenn der Verteidiger in Bedrängnis ist. Ja, ich habe auch probiert. Ich konnte aber irgendwie nicht schießen können. Und dann ich ich habe die Schießen. Jetzt Konzentration. Alter, alle in die Mitte. Alter, ist übel jetzt gerade. Boah, bin ich froh, dass die gerade abpfeifen, ne? Junge. Erste Dreier. Also, durch erste so Dreier, Null, aber... Ja, so ein Tor von Timbo da in der Anfangsphase, komisch. Hätten wir auch mehr machen müssen. Am Ende hätte noch Augsburg was schaffen können, aber ein 1-0 kommt mir komisch vor. Egal, ich bin zufrieden. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, drei aber Punkte, die Tendenz ist da. Abstiegsplätze verlassen, alles in Ordnung. Alles in Ordnung, ja. 8. Minute, das hat das Spiel entschieden gegen Augsburg, die natürlich jetzt mit einer Niederlage nach Hause gehen müssen. Zum Ende hin wirklich nicht mehr unverdient. Auch ein paar Mätzchen, die sich die Jungs vom 1. FC Mugambi da erlaubt haben. Hans Saper übrigens Spieler des Tages und Timbo auch mit einer sehr guten Leistung. Sarraza auch nicht zu verachten. Der Rest auch solide, muss man einfach mal sagen. Aber auch die gegnerische Mannschaft war angeblich ein sehr schönes Spiel für beide Seiten. Jensch hat auch sehr gut gehalten, muss man sagen. Ja, der hat ein paar echt gute rausgeholt. Ja. Gronkh auch einen mit dem Fuß, meine ich. So, hier nochmal die Spielinfo. 14 Schüsse hatten wir und nur ein Torschuss ist drin. Ja. Es ist einfach zu viel zu geringe Ausbeute. Aber zu 0 gespielt, das haben wir auch noch nicht geschafft. Die anderen Ergebnisse, Nürnberg, Stuttgart 0:2, Leverkusen gewinnt 2:1 gegen Fürth. Ich weiß gar nicht, ob Fürth da geführt hat in Leverkusen. Hamburg 1:1 gegen Hannover und Bremen verliert 1:2 gegen die Bayern. So ist das, ja. Wollen wir weitermachen? Jetzt bin ich echt interessiert in die Tabelle, muss ich sagen. Ja, ich auch. Das Problem ist, dass die meisten ja noch irgendwelche Spiele vorher hatten. Ich kann übrigens gerade noch nicht weitergemacht, die werden irgendwie gerade noch irgendwelche Daten synchronisiert und so. Oh, Schaffi, ich brauche mehr Spielzeittrainer. Ich bin frustriert, wenn ich nicht spiele. Okay, dann setzen wir den nochmal ein. Ja? Ja, auf jeden Fall. Die sind ja alle nicht schlecht, die Spieler. Und ich glaube, wenn jemand unbedingt spielen will, dann kriegt er so einen leichten Anstoß, weißt du? Und Schaffi hat immer eine 78. Zentrales Mittelfeld. Für ja, King da würde ich Timbo jetzt stehen lassen. Ja. Der hat da gut gespielt. Hat er auch. Vielleicht gegen Zombie mal. Ja. So, und ich würde sagen, da setzen wir nochmal Tanko ein. Obwohl, nee, ja. Rumpel. Obwohl, nee, Tanko war gut auch. Mach mal, hauen ruhig mal rein. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen durchwechseln, die Spieler. Wen hatten wir eigentlich noch nicht eingesetzt? Den Dennis Wert hatten wir noch nicht eingesetzt. Wir müssen auf jeden Fall die anderen auch mal ranlassen. Wo ist denn der Tanko? Ganz unten irgendwo, der hat man gar nicht dabei jetzt. Doch, da. Ja. Alberto Son ist jetzt nicht dabei, natürlich. Zombie. Bleibt dann erstmal da, ist okay. Sollten wir vielleicht auf die Ersatzbank setzen. Für den Amras.
TourMG. Niki hatten wir auch schon gespielt. Dennis Wert, vielleicht können wir den mal reinbringen. Komm, wir bringen mal den Dennis Wert rein, statt den Tanko, weil den Ibrahim hatten wir auch schon oft. Mhm. Ne? Probieren wir mal, wie der sich so macht, als frischer Spieler. So, fürs nächste Spiel dann auf jeden Fall. Das wird das sieht doch schön aus, hier die Tabelle. Nein, ich will natürlich nicht beenden. In Anführungsstrichen schön. Gucken wir mal auf die richtige Tabelle noch, werfen wir da noch einen Blick drauf. Dortmund Erster. 13. Da ist noch alles drin hier in der Bundesliga. Sechs Spiele, da haben ja schon manche 7 vor uns. Genau. Und da können wir mal eben auf 8 Punkte anziehen. Das heißt, wir sind 10. Platz oder so in Stuttgart. Ja, so langsam sehe ich da ein bisschen Hoffnung. Wenn wir ehrlich sind, werden die 3 Punkte aber nicht so leicht im nächsten Spiel. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Denn ihr seht es vielleicht schon. Da geht es dann gegen den 2. der Tabelle. Und zwar den 1. FC Bayern München und erst das Moment Dortmund, obwohl die sich da auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Und die haben noch kein Spiel verloren bisher. Ui. Das wird heiter. Das wird richtig übel. Das wird auf jeden Fall ein Spitzenspiel hier beim nächsten Spieltag von Let's Play FIFA 13. Und ich hoffe, ihr seid natürlich wieder dabei und unterstützt den 1. FC Mugambe, während Gronkh übrigens das Dasein beim 1. FC Mugambe genießt. Ja klar. Natürlich. Fühlt sich pudelwohl. Fühlt sich pudelwohl. Fühlt sich pudelwohl, der Hund. Ne? Bis dahin, liebe Freunde. Adieu. Ciao, bleibt am Ball.